Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch eine Tenbagger-Aktie vorstellen, die meines Erachtens euch wirklich sehr viel Rendite bringen kann. Und es handelt sich um die Firma Oeginix. Und zwar ist das ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, oder ist im Gesundheitswesen tätig, und das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Behandlungen für orale Mukositis und neuartige Antibiotika gegen Infektionskrankheiten. Das Unternehmen hat noch weitere Produkte, wie zum Beispiel ein Produkt zur Gewichtsreduktion, und es ist eine relativ neue Firma. Wenn man sich einmal den Preis anguckt, 1,33 Euro, kann man eindeutig sehen oder kann man davon ausgehen, es ist eine Pennystock-Aktie. Also Pennystock, wer es noch nicht kennt, es ist entweder eine Aktie unter 5 Euro oder eine Aktie unter 1 Euro. In Deutschland eher unter 1 Euro, in Amerika unter 5 Dollar. Aber da sie knapp an einem Euro sich dreht, um einen Euro dreht, sage ich einfach mal, dass es eine Pennystock-Aktie ist. In den USA werden jährlich ungefähr 500.000 Personen mit oraler Mukositis diagnostiziert, und es wird erwartet, dass die Prävalenz parallel mit einer steigenden Inzidenz von 65.000 pro Jahr zunehmen. Es ist so, dass jährlich jährlich adressierbaren Markt für orale Mukositis in den G8-Ländern 2016 auf 638 Millionen Dollar geschätzt wurde. Mit einer anschließenden globalen jährlichen Prognose von 2,6 Milliarden Dollar in den kommenden Jahren. Und wenn man sich jetzt einmal diesen Aktienverlauf anguckt, ich scroll einfach mal weiter raus. Diese wurde am 23. Januar wurde diese gelistet, und sie stand schon mal bei über 2 Euro, und dann gab es eigentlich eher eine Korrektur sehr stark nach unten auf 34, 36 Cent, 33 Cent. Dann gab es wieder eine sehr gute Nachricht, und zwar hier muss man wirklich sagen, dass bei Aktien, die ja so gering sind, man nicht, oder dass diese sehr stark auf Kurse reagieren, beziehungsweise auf Nachrichten reagieren. Das heißt, wenn man einmal hier guckt, das war jetzt im September 18, war diese an einem Tag bei 38 Cent, und dann ist sie hochgegangen auf 2,80 Euro. Also wirklich sehr enorm. Hier gab es dann extrem gute Nachrichten über eine neue Entwicklung, und dann ist diese aber auch relativ wieder schnell nach unten gegangen. Und seitdem eine eher Seitwärtsbewegung mit einer leichten Korrektur nach unten. Und seit Januar geht diese ja wieder sehr stark nach oben. Man kann es hier sehen. Das Handelsvolumen ist sehr stark. Und warum? Weil dieses Unternehmen auch einen Impfstoff entwickelt hat. Das hat einen Impfstoff gegen, gegen Covid-19 herausgebracht und soll gleichzeitig auch noch andere Krankheiten bekämpfen. Also eine Win-Win-Situation, kann man so sagen. Und dieses Unternehmen hat mittlerweile auch schon Kooperationen mit anderen Unternehmen geschlossen. Und dadurch ist natürlich bei der Entwicklung, wenn mehrere Unternehmen sich an einer Entwicklung beteiligen, ist natürlich die Aussicht auf Erfolg viel, viel größer. Und deswegen kann ich persönlich sagen, dass diese Aktie auf jeden Fall lohnenswert ist. Also Analysten sagen, dass sie bullish ist. Das bedeutet, sie ist wirklich im Aufwärtstrend, und ich möchte euch einmal zeigen, was seit dem
Anfang Januar hatte diese einen Zuwachs, wenn man den Höchstwert nimmt von heute, von 407%. Also das ist schon sehr enorm. Klar, man sollte auch immer aufpassen. Bei Aktien sagt man ja, solange man sich im steigenden Trend befindet, kann man kaufen. Aber hier ist es im Prinzip genauso. Es ist natürlich ein sehr hoher Wert gerade. Sie befindet sich jetzt gerade bei 1,33 €, hat aktuell heute 21% zugelegt, also wirklich enorm, und man sieht auch das entsprechende Handelsvolumen. Und bei solchen Aktien wie bei dieser jetzt hier ist der Kurs sehr, sehr stark, wird von Nachrichten beeinflusst. Also das heißt, gibt es gute Nachrichten, ein neues Medikament gibt es, zum Beispiel jetzt, dann explodiert diese Aktie. Das Gleiche kann aber auch andersrum passieren. Das bedeutet, die Geschäftszahlen stimmen zum Beispiel nicht oder die Quartalszahlen stimmen nicht, dann kann diese Aktie auch mal schnell 50, 60, 70% abstürzen. Also das ist aber absolut normal. Und man sieht es hier, wenn ich weiter rausgehe, es gab ein Ab, es gab ein Auf und dann wieder ab, dann wieder auf, ab, auf. Und hier muss man natürlich die richtigen, ja, Tage bzw. Nachrichten abwarten. Und deswegen kann ich immer nur empfehlen, bei solchen sogenannten Penny-Stock-Aktien, man muss sich wirklich über diese Firma ständig informieren. Was hat sie gerade wieder in Entwicklung? Wann kommen Ergebnisse raus und so weiter? Und wenn man das wirklich stark verfolgt, was meines Erachtens jetzt nicht so das Problem ist, also ich denke mal, abends, wenn sich jeder dann eine Stunde Zeit nimmt und mal sich über diese entsprechende Firma informiert, was gibt es für Neuigkeiten, kann man hier sehr, sehr starke Renditen einfahren. Und eigentlich bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von solchen Penny-Stock-Aktien, aber da ich jetzt in den nächsten Videos immer mehr ja über Unternehmen berichten werde und mich jetzt auch sehr auf unbekannte Unternehmen konzentrieren werde in Zukunft, beziehungsweise darüber mehr Videos mache, bin ich jetzt wirklich ein richtiger Fan davon geworden, und ich werde hier auch mit einem kleinen Betrag mal einsteigen bei diesem Unternehmen. Und guckt auch die Videos von gestern von mir an, da habe ich auch einige dazu gemacht, was es noch für Möglichkeiten gibt. Aber hier kann ich wirklich persönlich sagen, hinter diesem Unternehmen steckt wirklich ein Produkt, das anscheinend sehr gut läuft, die Entwicklungen sehr gut laufen, die Zahlen sprechen auch für sich, nur hier muss man halt, wie gesagt, aufpassen bei diesen Penny-Stock-Aktien. Man hat keine wirklichen Informationen über Zahlen, sondern man hat wirklich nur die reinen Geschäftszahlen. Und deswegen kann ich persönlich halt sagen, wenn ihr hier investieren wollt, guckt euch nochmal die Firma genau an, versucht so viel Informationen wie möglich rauszufinden, aber ich persönlich werde in diese Aktie hier einsteigen. Ich bin aber kein Anlageberater oder Finanzberater, also nicht, ihr sollt nicht das machen, was ich mache, ich will da keinen zu überreden, ich kann hier wirklich nur Tipps und Anregungen geben, was ich mache. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.